gewalttätige Berlin hat den Anschlag der Konterrevolution vereitelt. Aber noch ist die Gefahr nicht gebannt. Wir müssen unsere Reihen noch enger schließen und uns um die neue Partei scharen, die wir in wenigen Tagen gründen werden. Eine Partei mit klarem Programm und revolutionärer Entschlossenheit. Unsere deutschen Genossen führen ihren Kampf unter ungewöhnlich schweren Bedingungen. Die Bourgeoisie ist in Deutschland ausgezeichnet organisiert. Dazu noch gewitzt durch die Erfahrungen der russischen Revolution. Gestern sind einige Exemplare der Roten Fahne eingetroffen. Es ist einer gekommen und hat die Zeitung gebracht. An der Spitze der Roten Fahne stehen solche in der ganzen Welt berühmten Führer, solche treuen Gefährten der Arbeiterklasse. Sie stellen die Frage richtig. Unaufschiebbare Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands. Denn das größte Unglück und die größte Gefahr für Europa bestehen darin, dass es dort keine revolutionäre Partei gibt. Ein Mensch, selbst der Größte, kann die Partei nicht ersetzen. Sie stellen die Frage richtig. In dieser größten Zeit des sozialen Kampfes, die die Weltgeschichte je kannte, gibt es nur eines von beiden. Entweder die gnadenlose Diktatur der Bourgeoisie und ihrer Generale oder die Diktatur der Arbeiter, die eine neue Welt menschlicher Brüderlichkeit und Solidarität der Völker aufbauen. Wir werden Schritt um Schritt zu dem werden, wozu unsere Weltanschauung uns bestimmt. Zur kämpfenden und siegenden Avantgarde des Proletariats. Auf ihrem Boden wird die revolutionäre Einheit der Arbeiterklasse erwachsen.